Herr Schwede! 5! So, dann übergebe ich Peter wieder das Mikrofon und ich bedanke mich fürs Zuhören. Dankeschön, Erich, meine Lieben. Wo ist Peter? Wirklich ein Foto, dass das ein Auspuff auf der rechten Seite hat und nicht auf der linken, sonst wären wir noch immer blind. Dass uns hier seinen großartigen BMW zeigt. So, da haben wir den Bernhard Lenz mit der Simulierung von Otto Hubmann und der Bernhard Lenz mit seinem Love Speed Race. Stella auch, aber auch sie hat den Weg auf den Berg für sich entschieden und ist da äußerst erfolgreich unterwegs, immer wieder powered. Fahrer, bitte zum Vorstart kommen. Oh, Startfreigabe erfolgt und jetzt geht's los hier. Losgelassen wurde er. 7:41. Seine Pontiac Firebird Trans Am. Oh, da sehen wir jetzt eine Zeit von 8:45. Und die 4:76. Ja, jetzt sind wir da schon wieder bei den großartigen offenen Klassen, die Crossbuggies kommen. Der André Huber macht sich schon bereit. Das Auto von lauter Aufregung und wenn sie loslassen werden, jetzt kommt sie, die letzte Versicherungsfachfrau der Wiener Städtischen. Siehst Patrick, man muss nicht so reisen am Start, das geht langsamer. Dann geht der, das ist schon richtig. 6:65! Nach zwei Läufen. Sensationell. Yes, 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 meine Lieben, wo sind eure Hände? So, jetzt haben wir den nächsten, während wir den Ford ins Ziel bringen mit 80. Draußen unterwegs, 8,90, im Audi RS6 Avant. Und die Nummer 7, das war und ist immer noch die Höchststartnummer von der Petra Bernhard, die kennt man vom Mountainbike Downhill. Hier fährt jetzt der Lukas Wittling von OJ Cars Steiermark, den Nissan GTR. So, die Thank you.
jetzt 142 gemacht und 7,65.